Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge. Einige Patienten fragen immer, hey, wie schaut's aus mit der PlayStation 5 und den aktuellen Konsolen? Lasst uns klären, wie sich 2019, 2020 entwickeln könnte. Ich blicke gespannt auf die Gamescom dieses Jahr durch die momentane Presse und der angekündigten Geräte. Gerät Sony immer mehr unter Druck. Keiner weiß, wann die 5er kommt, keiner kennt den Preis, aber jeder spricht irgendwie darüber. Oder listet die Konsole bei sich mit einem Platzhalter vom Preis im Onlineshop. Mal schauen, ob Sony in der Gamescom-Zeit etwas mehr aus dem Sack lässt. Zudem sinken die Verkaufszahlen, der Umsatz. Und da stellen sich auch viele die Frage, ja, soll jetzt die PlayStation 5 2019 kommen? Naja, momentan ist die Hardware von AMD soweit fertig und es kann an den neuen Konsolen gewerkelt werden. Dennoch, der Markt ist sehr gesättigt mit Konsolen. Das trifft auch auf Zubehör zu, Headsets und Controller. Entweder es kam in den letzten Monaten nichts Weltbewegendes oder fehlerhafte Produkte oder Produkte, die schwach sind, wo an falschen Enden gespart wurde. Die Hardware hat uns in den letzten Monaten fast immer nur enttäuscht. Zudem kommt jetzt die Switch Lite. Und meiner Meinung nach hat Nintendo die Switch Pro naja so Richtung 2020 geschoben und das wird da nochmal ein Thema sein. Die Xbox Scarlett wurde angekündigt. Und hier wird dann auch 2020 Cloud Gaming ein wichtiges Thema spielen. Somit steht auch Google Stadia bereits in den Startlöchern und könnte die neue Nummer 1 werden. Hier wird jetzt Microsoft sowie Sony als auch Nintendo genauer hinschauen. Naja, und wie wir jetzt mitbekommen haben, die Preispolitik für die PlayStation 5 wird auch überdacht und auch als Nischenprodukt herangezogen. Bedeutet, die PlayStation soll eine gewisse Nische bedecken durch die Exklusivgames, aber auch einen sehr hohen Preiskosten. Zumindest stand das mal im Raum. Dann kommen die Strafzölle von Trump dazu und es macht BOOM im Kopf und alle spielen verrückt. Meiner Meinung nach wird jetzt jeder von denen, Sony, Microsoft und Nintendo, den Ball flach halten. Jeder beobachtet, jeder hat Ankündigungen gebracht und Sony möchte keinen Fehler machen. Denn alle blicken rüber, alle blicken auf das große Sony rüber und auf die kommende PlayStation 5 und erwarten etwas Besonderes. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass 2019 das PlayStation 5 Jahr sein wird. Denn ich merke einfach aus meiner Community heraus, aus der Bindung und den Unterhaltungen und den Kommentaren von euch unter meinen Videos und, wie sehr die Besitzer der einzelnen Konsolen einfach gesättigt mit Hardware sind. Man ist einfach zufrieden. Man fühlt sich momentan, so wie es ist, einfach wohl. Zudem kommt der Punkt der Games. Es gibt momentan nichts Weltbewegendes mehr. Nichts Fortnite-mäßiges oder anders einfach. Besonders einfach. Es ist sehr ruhig. Und auch hier warten viele auf ihre Lieblingsfavoriten, die ja bereits angekündigt wurden. Wir merken, es fühlt sich so an, als ob wir All You Can Eat plus Kuchen- und Tortenbuffet in uns haben, uns einfach nicht mehr bewegen können und vor Fressen einfach nur noch auf dem Sofa liegen mit Bauchschmerzen. 2019 wird also das Jahr des Mittagstiefs. Und deswegen sollten wir vielleicht alle mal aufstehen, einfach gemeinsam mal aufs Klo gehen und einfach mal eine gute Runde, naja, wisst schon, warten wir nun auf die Gamescom. Und blicken Richtung 2020. Aber erwarten tue ich mir von 2019 nur noch von der Stadia und der Switch Lite etwas Besonderes. Wie sehen deine Gedanken zum Thema aus? Schreibe doch jetzt deinen Bericht in die Kommentare. Ich lese mir deinen Kommentar durch. Mach mir meine Gedanken. Ansonsten schau morgen um 18 Uhr in den Q&A Livestream. Da bin ich online, beantworte eure Fragen live um 18 Uhr auf dem Hauptkanal. Und auch für alle Patienten, die bis jetzt zugeschaut haben, gibt es wieder 20 Euro Gutschein im Gamix Store. Ihr könnt euch hier Zubehör kaufen. Die bieten verschiedene Artikel an, wie zum Beispiel Curbix, Widerstände für den Controller, Stickverlängerungen und vor allem auch Grip, dass einfach aus deinen Händen der Controller nicht rutscht. In der Beschreibung findest du auch einen Gutscheincode von 20%. Klick dich gern durch. Falls du deinen Standard-Controller noch pimpen möchtest,
sowohl PlayStation 4, Xbox als auch Nintendo Switch, für alle was dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.